Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Beinahe hätte ich Chronicles irgendwas gesagt und dann hätte ich nicht gewusst, wie ich das weitermachen soll. Wir haben uns hier so ein bisschen aus diesem Grab befreit, weiß ich nicht, haben irgendjemanden erledigt. Ich wollte ja nochmal hier reingucken. Die Oase, haha, Deutsch. Nachdem er die Männer besiegt hat, die ihm hinterhergeschickt wurden, trifft sich Bayek mit seinem guten Freund Hepzefa und reist nach Hause. Wir können ihn hier sogar drehen. Da sehen wir den guten Bayek, vollkommen gebärtet und Haare, naja, vielleicht nicht ganz top gestylt heute. Hepzefa, der Bayek schon früher geholfen hat, in Siwa für Recht und Ordnung zu sorgen, erzählt ihm von den bedrückenden Veränderungen dort. Außerdem erklärte er Bayek, dass dessen Ziel der Priester Medunamun ein furchterregender Gegner sein wird. Ja, super, da freue ich mich schon. Wir sind Stufe 0 im Moment noch. Das ist die Karte. Die Oase ist. Ist das die Oase? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ausrüstung haben wir auch irgendwas dabei. Wir haben auch ein Reittier. Das müssen wir gleich mal rufen. Fähigkeiten. Sieht halt noch nicht so gut aus. Unser Inventar, da haben wir auch noch. Ich dachte eigentlich, wir hätten irgendwie ein Speer bekommen und dann war es eine Flöte. Ja, Plunder. Plunder stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Ne? Das sind wahrscheinlich eher Schätze. Ein Diadem. Nun gut, wie dem auch sei. Wir rufen erstmal unser Reittier. Da hinten kommt es um die Ecke gerannt. There you are, boy. Let us go, Senny. How have you been holding up since I left? Ah, it has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison, and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Ah, I knew I could count on you, Senny. Ja, wir waren ja ein Jahr weg aus Siwa, nachdem da irgendwas passiert war. Ich weiß nicht, ob der Pharao das auf dem Boden gleich gemacht hat oder irgendwas. What happened here? The garrison soldiers are brutal. If they suspect the villager is lying to them, they burn his neighborhood. And worse. Ja, keine Zeit hier anzuhalten scheinbar. Ja, vielleicht haben auch die Römer was damit zu tun, ne? Die Garnison, keine Ahnung, ob das eine römische Garnison ist oder Truppen des Pharaos. Oh. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you. Ach, 25 EP haben wir bekommen. Dafür bekommen wir gar nichts. Ich meine, es ist eine hübsche kleine Oase. Da hinten sieht man irgendeine Befestigungsanlage schon. Oh, all you have. Your farms, your goods, your the villages children. Are drained of life. You owe your very life for his time. Ja, so ganz wohlhabend und fit sehen die Leute hier tatsächlich. No one in the Wyhat can make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Ja, super Idee. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Oh. Wir haben ja gesehen im Info. Medunamun. Is he here? He is the plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him. Do not take him lightly. He is lean and sinewy, but very powerful. Was wollte ich gerade eigentlich erzählen? Weiß ich gar nicht mehr. Achso, ja, wir haben ja im Intro gesehen, dass er eine Freundin hat. Die gute Bayek. Der sagt, in seinem Haus gibt es nichts mehr für ihn. Wow. Ah, home. Leave your mount. He will not stray far. Tja. Go ahead on him. Das Kamel heißt ja nicht umsonst Wanderer.
ein paar römische also wie Römer gekleidete Trainingspuppen hier. Strohpuppen zum Anziehen. Das hier sieht aus wie eine Werkbank. Ich bin mal gespannt. Crafting spielt wahrscheinlich eine Rolle, ne? Wenn wir Materialien sammeln können. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Ich dachte hier, aber scheinbar da drüben. Achso, da wo der Adler. Ist das ein Adler? Auf dem Kompass uns zeigt wahrscheinlich. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hetzibah! Hetzibah! Once again, the soldiers! Payek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. You know me, eh? You should be worried. Look at you! Cuts? Contusions? I'm fine. Sit! 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 I'll take care of it. You haven't changed. You and I, I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Da wird er erstmal super bemuttert. Schön. So, und was war jetzt mit den Soldaten? Was haben wir schon wieder angestellt? Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medjunumun. In fact, my friend. A new bow. See if you like it. Ja, das werden wir auch feststellen. To hit is right in the head. Ich frage mich gerade, können wir das mit der Maus machen? Ja. Ja. Mit der Maus ist natürlich wesentlich einfacher. Das Ganze. One of the dummies is sturdier than the other. What is it? Soldiers are coming for you! Go! Come, quickly! Make certain no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk! Na klar. Nomark Rujek's been killed. Your friend, the Magi, may have been involved. Come out! If you wish to clear his name. Prepare an ambush. Neck! They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out. Super. Ja, danke. Entdeckung, drücke B, um dich hinzuhocken oder wieder aufzustehen. Aha, okay. What's that? Who's there? Keep low. He is getting too close. Hey. Mit Y niederschlagen. Okay, gut. Now for the rest of them. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Bogen erledigen. Ging nicht. Aber den kriegen wir nicht ganz tot. Blöderweise. Das heißt, wir schleichen uns da auch lieber an. I will slip around behind. He's going to be surprised. His love of wrath. We cannot let them burn my house too bad. Do not leave the bodies out in the open. Ja, ich wollte ihn gerade aufheben. Mit Y. Ich dachte mit X. Komm schon, nimm ihn mit. Dann kann ich ihn nicht mitnehmen. Weil er sich noch windet, oder?
muss der gute Alter liegen bleiben erstmal. So, der liegt hier wenigstens ganz gut. Einen haben wir noch hier draußen. Ja, den kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich da was falsch. So, waren das alle? Scheinbar. Ja, ist doch gut. Da haben wir das auch super schön heimlich geschafft. Mit dem Bogen, das finde ich ganz praktisch, dass einem angezeigt wird, wie viel Schaden man macht, auch beim Anschleichen von hinten. Wird einem das angezeigt. That does it. Thank you, Bayek. I told you these naked idiots do not care. I cannot believe their goal. It is sad. Come upstairs. I will show you all the magi duties of Siwa. Ah, na super. All the problems of Siwa are here. I tried to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. Ein Hedenapfel. We soon learn the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Majunimon is a lot more powerful than he looks. And he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. No. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Was war das denn? Mächtiger Falke. Klingt wie eine Krähe. Wow, wir haben 1000 Punkte bekommen. Ich glaube, das ist eine neue Stufe, oder? Yes! Schaden und Gesundheit wurden verbessert. Ah, das falsche Orakel. So, wir haben einen Punkt bekommen. Was kann man denn damit machen? Wenn du einen Gegner mit einem Attentat tötest, erhältst du zusätzliche EP. Das ist ganz cool, glaube ich. Mehr EP. Wenn du einen Gegner mit einem Kopfschuss tötest, erhältst du zusätzliche EP. Bogen war jetzt nicht so mächtig. Pfeilsammler. Erbeute Pfeile, die in deinem Schild stecken. Oh nee, das finde ich schon mal dumm. Regeneration. Deine Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren. Oh. Meditieren. Ach, damit können wir Zeit schneller vergehen lassen. Das ist natürlich eine super geile Fähigkeit. Aber ich denke, wir werden hier erstmal Attentat nehmen. Weil zusätzliche EP, ganz ehrlich. Attentat Beute vielleicht nicht so cool. Heimliche Kills-Serie. Da schauen wir mal bei Gelegenheit. So, ich wollte mal gucken. Ausrüstung sind vielleicht noch... Wir haben angeblich irgendwas Neues. Unseren Bogen, oder was? Den Jagdbogen.
Aber kann zwei Distanzwaffen mitnehmen, sehe ich das richtig? Ah ja, Bogenträgerfähigkeit brauchen wir. Was macht das hier? Achso, da können wir die Kapuze auf- oder absetzen. Au, okay. So, und hier haben wir jetzt nämlich auch den Qualität 7, Qualität 6 aufladet. Oh, der lädt sich ein bisschen schneller auf. Die Schlangenplage. Ist besser als der Jagdbogen, ne? Das war der Bogen, den wir in der letzten Folge geplündert haben. Macht genauso viel Schaden, geht aber ein bisschen schneller einfach. Ehe man wieder schießen kann. Von daher würde ich sagen, einmal ausrüsten. Das Ding hier können wir dann zerlegen, vermute ich. Zum Jagen von Tieren. Achso, das sind beides Jagdbögen. Ja, zwei verschiedene Jagdbögen brauchen wir, glaube ich, nicht. Also zerlegen wir das Ding hier einfach. Was bekommen wir daraus? Zedernholz. Na gut. Warum nicht? So, haben wir hier. Angeblich haben wir da was. Da steht zumindest eine 2. Zwillingskling. Auch nicht schlecht. Unbewaffnet vielleicht nicht so cool. Ein Streitkolben. Aber wie ist denn unser Schwert eigentlich? 41 Schaden. Kritische Treffer Chance 1. Das Bronze. Wie heißt das? Bronze Chepesh. Ein einfaches Schwert, das sowohl dem niedersten Bauern als auch dem erhabensten Pharao dienlich ist. Okay. Zwillingsklingen sind, glaube ich, nicht so geil. Achso, die machen was anderes. Bluten bei Treffer. Ah, okay, interessant. Adrenalin beim Töten. Ja, ich denke, dann behalten wir erstmal das Schwert. Bluten bei Treffer ist auch nicht so schlecht, glaube ich, tatsächlich. Adrenalin beim Töten, weiß ich nicht, was das Adrenalin macht. Können wir noch eine zweite? Nee, dazu brauchen wir eine Waffenträgerfähigkeit. Hilfsmittel, okay, also das müssen wir alles erst durch Skills hier freischalten. So, Quests aufrüsten. Nebenquest Stufe 2. Bayek muss wilde Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Stelle einen Brustschutz her. Und das falsche Orakel. Bayek ist entschlossen, Medunamun zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Ja, dann machen wir vielleicht erstmal das hier. Diese wunderbare Nebenquest. Und bei den abgeschlossenen Quests ist da irgendwie noch ein geiler Text oder so. Nö, nicht wirklich. So, da ist unsere Karte. Wir sind ja gerade von hier unten. Ritten, ne, haben hier so ein paar interessante Dinge liegen lassen tatsächlich. Da werden wir auch nochmal hin. Hier ist... Ach, ein Schnellreisepunkt, okay. Das Eisenschmieden, Nebenquest Stufe 3, okay, können wir auch mal machen. Das ist ein Schnellreisepunkt. Wie ist denn unsere aktive Quest gerade markiert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie unsere aktive Quest aussieht. Gibt es hier irgendwie eine Legende? Na, perfekt. Stadt, Hippodrom, Dorf, Questziel. Ja, es müsste golden sein. Okay, damit habe ich irgendwie gerechnet. Ich sehe aber überhaupt nichts Goldenes. Das heißt, diese Nebenquest ist nicht markiert worden. Na gut, okay, da kann man nichts machen. Oh, was gibt es denn hier? Tisch mit Informationen. Neue Quest verfügbar. Das hört sich doch gut an. So, in die Ziele wollte ich nochmal reingucken. Der Reiher, Rudzek. Bayek durchquerte die riesige ägyptische Wüste, um Rudzek in der berühmten Knickpyramide der Snofru in die Enge zu treiben. Rudzek war Bayeks erstes Opfer und sein Tod schien Anubis-Fluch über die Natron-Minen zu bringen. Okay. Und den Ibis wollen wir uns als nächstes schnappen. Medunamun. Die meisten Männer, nach denen Bayek sucht, sind bisher namenlos. Aber er entdeckte den Namen Medunamun.
Medunamun wurde von den Ptolemäern als Orakel von Siva installiert und steht im Tempel des Amun vor. Sein wahres Interesse scheint aber dem Gewölbe unter dem Tempel zu gelten. Er tut den Dorfbewohnern Gewalt an, um mehr über das Gewölbe zu erfahren. Ja, er hat halt so einen Edenabfinder, hat den alten Priester vertrieben, haben wir festgestellt. Ja, finde ich nicht gut von ihm. Ja, wir müssen nach Leder jagen, weiß ich nicht. Wie viel brauchen wir denn? Zwei noch. Um den Brustschutz herzustellen, ne? Unsere Rüstung, wenn man es so nennen möchte. Macht nicht so wirklich viel her. Irgendwo gibt es ja, hi, auch einen, ja, ein kleines Leckerli, na klar. Gibt es ja auch einen Tisch mit Informationen. Das finden wir alles beim nächsten Mal raus. Für heute war es das, da vorne ist er direkt. Ja, für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir hier ein bisschen die Welt erkunden werden, ein paar Nebenquests machen und uns vorbereiten, diesen Priester hier zu meucheln. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.